Dieses Video wird ein sehr emotionales Video sein von mir. Daher, wer sensibel ist, das sollte es sich lieber nicht anschauen, beziehungsweise anhören. Und nur wer unvoreingenommen zuhören kann und es auf sich wirken lässt und die Fragen, die ich im Video stellen werde, beantworten möchte, der kann es sich anschauen. Natürlich weiß ich nicht, ob TikTok das oben lässt. Denn die haben ja eh einen totalen Schaden, was Videos sperren angeht. Ich habe jetzt schon wieder eine Verwarnung bekommen. Das langweilt mittlerweile. Ja, mir ist es egal, ob TikTok mein Konto sperrt oder mein letztes oder ob das jetzt mein letztes Video sein wird. Denn den Grund erfährt ihr schon im Video selbst. Ja, ich habe mir das mal wieder aufgeschrieben, denn ich habe einfach zu viele Gedanken im Kopf. Ja, ich kann es einfach nicht mehr hören, was man soll im Leben und nicht, dass man sich lebend melden soll, weil wir ja hier ein besetztes Land sind und bla bla bla. Dann soll man dies oder jenes machen, um sich halt besser zu fühlen. Jetzt meine ich die spirituelle Seite. Also bei manchen nützt es halt einfach nichts. Ne? Und wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich und bei dem einen wirkt es und bei dem anderen wirkt es halt nicht. Ja, und dann nervt es mich, also beziehungsweise mich nervt es nicht. Ich kann gar nicht sagen, was es mich tut, weil wenn ich dann halt die Leute sehe, die sich im Live hinstellen, komische Bewegungen machen, und sagen, so, jetzt kommt's, klickt's mal drauf und bla bla bla. Also da muss ich mich mal am Kopf fassen, was denn das bringen soll. Und dann gibt es Leute, die so ihre Zettel ins Video halten und sagen, hey, bring mich mal zum Lachen oder bring mich, dass ich den Stuhl verlasse oder klick tausendmal drauf und wer mich zum Lachen bringt, kriegt dann 100 Euro oder irgendwie so ein Mist. Also ich verstehe nicht, was das soll. Ich meine, klar, die wollen mit ihren Klicks Geld verdienen, das ist mir schon klar, aber das kann doch nicht sein, dass man so dumm ist und es gibt wirklich Leute, die schauen sich das an. Ich bin extra mal reingegangen und habe geguckt, wie viel Leute sich das anschauen. Ja, da kann ich mir nur an den Kopf fassen. Ja? Es kommt alles noch, warum ich das erzähle. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, und dann gibt es halt auch noch diese Coaches, die einem erklären, ja, du musst dies, musst jenes und das passt so und dieses so. Ich meine, ich bin, habe selber ein Fernstudium als Life-Coach gemacht, weil ich hatte vor, den Menschen Gutes zu tun. Und da habe ich mir gedacht, hey, schaust du mal an, wie das ein Life-Coach, so ein Fernstudium ist. Und ja, das war schon extrem, aber egal. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, die sagen, wie halt die Welt laufen soll, so musst du es machen. Dann habe ich bei einem Live-Video reingeguckt, ich will jetzt da niemanden hinhängen. Ich meine, ich ist halt so. Weil jeder soll das machen, was er meint zu machen. Und ich weiß, die wollen alle nur ihr Geld verdienen, ne? Bei mir ist es aber so, ich könnte natürlich auch Geld gebrauchen, weil ich habe keinen Job. Ich bin in Frührente, ne? Wegen diversen Sachen. Aber wie gesagt, ich mache das einfach selbstlos, weil ich den Menschen helfen will. Und wenn ich irgendwie Geld verdienen will, dann mache ich das mit anderen Dingen, will ich das machen. Aber nicht, weil ich jetzt. Ich sag's einfach nicht, ja. Ich sag's es einfach nicht. Jedenfalls ist es so. Ein Coach kann sich nur auf einen speziellen Menschen einlassen in dem Moment und mit ihm eine Lösung finden, wie er besser leben kann. Also ihm eine Unterstützung bieten. Aber der kann nicht zu ihm sagen, hey, ja, da musst du dies machen, da musst du das machen, da musst du das machen. Und das innerhalb von ein paar Minuten, wo er denjenigen vielleicht ja nicht einmal hört, sondern einfach nur einen Text geschrieben bekommt. Na? Und das finde ich einfach, ich kann es halt einfach nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr abhaben. Natürlich könnt ihr sagen, ja, dann schau es halt nicht mehr an. Ne? Also, das ist schon klar, aber zu wissen, dass es sowas gibt, dass Leute das sowas machen, das ist schon das Problem. Ja, dann ist es so, dann wird ja zum Beispiel einer gefragt, hey, kannst du mir das nochmal wiederholen? Dann liest du das sogar vor.
dann liest er aber gleich wiederum die nächste Frage und übergeht die eine Frage. Und da denke ich mir ja, das ist auch nicht nett. Da stellt jemand eine Frage und möchte einfach nochmal wiederholt haben, was er gesagt hat, und er übergeht die Frage einfach. Ob das jetzt Absicht war oder weil das eben nicht beantworten wollte oder ob das Zufall war, weil er schon wieder neugierig war, was der andere schreibt, das ist jetzt dahingestellt. Ja. Jedenfalls, jeder hat einen anderen Schwerpunkt im Leben. Deswegen kann man sowas allgemein gar nicht sagen. Na, du kannst zu dem sagen, ja, der kommt mit einem Problem zu dir, was bei dem anderen das bewirken würde, aber er hat einen ganz anderen Hintergrund. Also das ist schon eine langwierige Sache, um bei jedem das zu verstehen, was dahinter geht. Dem einen kannst du das um die Ohren hauen und er versteht sofort, und dem anderen kannst du es nicht um die Ohren hauen, weil der würde dann noch mehr zerbrechen, weil der einfach so sensibel ist. Ja? Ist jetzt bloß ein kleines Beispiel. Ja, also ich möchte die Leute nicht hinhängen. Ja, und es soll auch nicht anmaßend rüberkommen. Es gibt bestimmt Coaches, die wissen, wie man halt echte Unterstützung gibt. Jedenfalls, was ich sehe in Lives und dass dann auch noch so viele daran teilhaben, ja, das gibt mir zu denken. Ich habe es jedenfalls gestrichen voll, das ewige Hinhalten. Jetzt rede ich über diese spirituelle Szene. Die geht mir nämlich auch auf den Keks. Das gesagt wird, das sind die Energien, das ist astrologisch so, weil der Planet mit dem Planeten in Opposition steht, rückläufig ist oder sonst was. Was ist denn das für ein Leben, wenn man für alles immer eine Anleitung braucht? Ja, oder klar, wir Menschen wollen immer alles verstehen, warum, wieso, weshalb, ist schon klar, aber warum können wir denn nicht einfach nur leben und leben lassen? Und das, was eben auf dieser Welt hier passiert, das ist eben nicht leben lassen. Ne? Jedenfalls, ich kann es einfach nicht mehr mit ansehen, wie die, ich sage es bewusst, diejenigen, die wissen, wen ich mit die meine, wie die Welt kaputt machen, inklusive den Menschen. Ne? Und die paar, die wissen, was hier gespielt wird, ja, was können wir denn da schon machen? Zusehen, wie die Welt vernichten? Ja, Licht und Liebe verbreiten, wie so schön in der spirituellen Szene immer verwendet wird. Jeder meint, etwas von der geistigen Welt zu empfangen. Und warum lässt man uns dann hier so dahin leben, sag ich mal? Ich hatte vorher schon, also ich kann in die Menschen hineinsehen. Und das ist für mich mittlerweile eher eine Last. Denn was soll ich denn damit anfangen? Soll ich denen sehen, wie die sind, wie gemein oder wie nett oder wie gutmütig oder ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Naja, klar, ich könnte vielleicht auch mein Geld damit verdienen. Und ich hatte auch mal vor, Karten zu legen, aber das geht einfach nicht mehr. Das hat sich bei mir total geändert. Ja. Wie stellt ihr euch denn das eigentlich vor? Hm? Ich meine jetzt nicht die Leute, die irgendeine Partei da draußen wählen wollen. Und meinen dann, die wollen nur unser Bestes, weil sie es halt so sagen, ne? Weil die Leute reden viel und dann kommt nichts dabei raus. Das, glaube ich, haben die meisten jetzt schon kapiert. Doch das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Denn wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich lebe in Dänemark. Ne? Und wenn man sich hier umschaut, das ist wie eine ganz andere Welt. Da wird weitergemacht, als ob es zum Beispiel nie Corona gegeben hätte. Die bezahlen. Ja, natürlich nicht immer bar, aber es gibt einige, die zahlen trotzdem noch bar. Viele zahlen mit ihren Handys. Hier in Dänemark läuft sowieso schon vieles digital. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Und jedenfalls, ja, in den Großstädten, klar, da kann man das schon an den Fahnen sehen, dass irgendwas nicht stimmt auf der Welt. Weil wenn die keinen Nationalstolz mehr haben, dann hört es bei mir sowieso auf, das Land. Ne? Ja, und wie gesagt, den Leuten scheint es auch hier gut zu gehen, denn ich sehe bei denen stets volle Einkaufswagen. Also, obwohl hier einiges teurer ist als in Deutschland, ja, man könnte sagen, ja, die verdienen ja auch mehr, aber die haben auch viel mehr staatliche Abgaben. Aber das ist alles ein ganz anderes Thema. Worauf ich hinaus will, dass ich also so die Schnauze voll habe,
Da ist es mir egal, ob ich mir was manifestiere, denn